So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen, euer Van Bergen am Mikrofon, zusammen mit Gabriel. Grüß dich. Es ist Bully Time mal wieder. Ja. Champions League unter der Woche, wissen wir auch nicht, wie es gelaufen ist. Wir müssen ja die Prognosen immer ein bisschen vorher machen, meine Lieben. Das heißt, heute ist bei uns ist es Dienstag, Champions League Abend. Ja. Und hier schön Samstagspiel, 15:30, 21. September. Wolfsburg gegen Hoffenheim. Also Hoffenheim verspricht in letzter Zeit immer gute Fußballspiele, obwohl sie jetzt nicht den schönsten Fußball spielen. Aber die Spiele waren bisher immer recht unterhaltsam. Ja, ziemlich unterhaltsam. Ja. Und dafür stehen sie auch auf dem 7. Platz, ne? Ja, nicht umsonst stehen sie denn da, ne? Nach 5 Spieltagen, das ist der 6., da kann man schon langsam anfangen, so ein bisschen Resümee, zumindest Saisonstart zu machen. Ich mache es immer ganz gerne am 7. Spieltag. Ja. Aber ich denke mal so, ab dem 6. kann man auch schon sagen, okay, das ist die Tendenz. That trend is your friend oder eben nicht. Wolfsburg, belastend mit gelb-rote Karten, ne? Also Gustavo, die arme Sau. Selber schuld, aber also ich meine, okay, es war jetzt nicht unbedingt immer eine gelbe. Aber wenn er weiß, dass der Schiri so pfeift bei ihm. Ja, ich meine, und er ist hat eine gelbe, dann er ist ein Profi. Ich, der muss er wissen. Nicht. Muss er wissen, kommt von Bayern München. Also da muss ich mir. Das ist auch ein Faktor Qualität. Ja. Der ganz, ganz wichtig ist. Wie verhältst du dich in einem Spiel? Kannst du den Schiedsrichter lesen? Das unterscheidet, möchte ich mal sagen, einen durchschnittlichen Fußballspieler auch von einem sehr guten International bis hin zu Weltklasse-Spielern, dass die sowas eben auch lesen können im Laufe des Spiels und sowas auch ausnutzen, ne? Natürlich. Gerade so Schiedsrichterkommunikation sieht man bei den Italienern, habe ich immer häufig gesehen. Gerade bei den WM und EM immer so, die waren da ganz, ganz fit. Gerade das ist die Erfahrung, die dann auch ein Faktor ist, ne? Natürlich, na, hundertprozentig, aber... Nur schnell laufen auf dem Flügel und ein bisschen dribbeln ist eben nicht alles. Auch das gehört mit dazu, eine Saison erfolgreich zu bestreiten. Na gut, ich denke mal jetzt, danach, nach der Sperre, jetzt wird er erstmal sich besinnen. Hoffentlich, also das kann nicht so weitergehen. Muss er auch, ja. Obwohl ich denke, dass für mich das Favorit Hoffenheim in dem Spiel. Ja? Ja. Also, obwohl halt... Oh, was? Oh, hast mich gefault, ja. Gar nicht gesehen. Obwohl, ach, fuck it. Obwohl, natürlich Wolfsburg eigentlich einen geileren Kader hat. Aber Namen sind nicht alles, ne? Ja, Namen ja sowieso nicht, ne? Schön, bloß gut. Oh. Naja. Oh, Naldo, da haben wir aufgepasst. Also, oh, und dann so ein Pass. Na, wieder auf. Sehr schön. Also. Da ist Feuer drin in der Partie, das merkt man. Oh. Kein Abseits, oder? Oh Gott! Das darfst du keinen erzählen. Das darfst du keinen erzählen. Also, Katastrophe. Naja, passiert. War nervös. Ja, also ich denke mal schon. Also beide Mannschaften wollen natürlich gewinnen. Wolfsburg, würde ich mal sagen, geht hier zumindest als Favorit in die Partie. Findest du? Ja, doch. Ja, ja. Auch wenn jetzt der 7. Platz da steht bei Hoffenheim. Bin der Meinung. Ohne Gustavo und Bastos. Na, sehe ich nicht. Also in meinen Augen ist echt Hoffenheim Favorit. Tut mir leid. Aber Bastos hat ja noch gar nicht gespielt dieses Jahr, glaube ich. Also. Ja, stimmt sogar. Aber trotzdem war er letzte Saison eigentlich schon. Ja, aber letzte Saison war er natürlich gut, aber. Aber auch. Och. Die haben auch Virinha noch, die haben Diego noch. Also. Na gut, Diego. Qualität ist da schon da. Wir müssten uns sowas mal aufschreiben, wenn wir sagen, pass auf, ich denke, das Spiel geht so und so aus, dass man da mal guckt. Oh! Oh! Und jetzt, oh. Jetzt muss es schnell gehen. Ja, ja, jetzt kommt der Konter, ne? Aber wie? Oh! Also wirklich 1A zu Ende gespielt. Also das ist... Da habe ich auch wirklich versucht, da beide zu decken, aber die sind nicht mitgelaufen. Also aber die sind nicht richtig schlau gelaufen, typisch Wolfsburg. In der Rückwärtsbewegung dann doch fahrlässig. Und fast mit Ansage. Ja, ja, wirklich. Ne? Jetzt muss es schnell gehen und dann denke ich noch so.
Aber ich mag ja auch ein bisschen Hoffenheim, ne? Ich bin da ja, ich weiß, du bist ja Hoffenheim-Sympathisant. Ja. Also Fan auf keinen Fall, aber Sympathisant schon. Und ja. Deswegen spiele halt auch gern mit denen. Oh, aber gegen ich sagen. Okay, Stürmerfoul. Ja. Ach, da wollte ich nicht hin. Ich habe ja momentan sowieso ein bisschen Controller-Skill, möchte ich sagen. Ich habe zurzeit viele Controller in der Hand, weniger Tastatur und Maus. Ich muss ja mal ein bisschen einwerfen hier, wie überragend, liebe Leute, GTA 5 ist. Kann man ja machen. Ja, klar. Kann man ja mal ein bisschen mit reinwerfen. Und deswegen, da bin ich auch die ganze Zeit schon am Yoga machen. Und nichts anderes. Oh, wieder schlecht. Jetzt geht's wieder fix. Ah, das war jetzt nicht so gut. Nee, ich wollte eigentlich auch nach oben spielen. Ja, wollte ich mir deutlich sagen, da war mehr Platz. Hat er nicht gewollt. Oh, Diego, Junge. Julic, auch nicht. Ach, wieder so ein Scheiß. Was ist denn hier los? Oh. Knoche. Der ist noch jung, der Knoche. Wie alt ist der, weißt du das? Oh, ganz genau weiß ich es nicht, nee. Ins Ausgelenkt, sehr gut. Ah, shit. Oh, da komme ich noch gar nicht rein hier ins Spiel so richtig. Also richtig Chancen von mir waren noch keine dabei. Nee, das ist wahr. Nee, so nicht mal ein Schuss oder so. Wird mal Zeit langsam. Für den Hallo-Wach-Effekt. Wer ist das? Oh. Ach, gut gemacht. Ich dachte, da steht näher. Ja. Ja, mal aufs Radar gucken können. Naja. Nee, GTA 5 freue ich mich auch schon, aber ich warte halt noch ein bisschen. Oh, jetzt geht's los. Irinja. Oh, scheiße, doch. Lass keinen Torschuss zu ihr. Doch. Jetzt! Nein! Oh, das war kein Torschuss, das war ein Schuss. Gilt aber nicht als Torschuss. Schade. Oh, Mann, ey. Ach, wieder in den Rücken gespielt. Mensch, Mädels. Oh, das ist zu schlecht. Das ist einfach zu, das ist zu ungenau dann. Es sind gute Laufwege teilweise dabei, aber das ist dann zu ungenau. Da komme ich, da werde ich heute ja keinen Fuß reinkriegen bei dir in den 16er ordentlich. Hoffentlich. Ja. Da muss mehr passieren. Ja, das war gut, das war ja ein Torschuss. Das war dann noch in der allerersten Minute. Das war gut zu Ende gespielt hier. Ja. War richtig gut zu Ende gespielt. Du auch nicht so viel, ne? Nö. Entkräftet sich alles so ein bisschen, neutralisiert sich im Mittelfeld die Geschichte hier heute. Genau so ist es, Mittelfeldgeplänkel. Ja. Aber ich bringe ja noch meine Geheimwaffe. Wen hast du denn da noch? Na, ein Volland. Ah, der ist nicht schlecht, stimmt. Der ist sehr gut, für sein Alter auch und so. Also, ich halte viel von dem. Ich denke auch nicht, dass er noch lange bei Hoffenheim dann spielen wird, wenn er so weitermacht. Ganz souveräner Bursche. Oh! War nicht schlecht. War eine schöne Flanke. Schön anzusehen zumindest. Mensch, gut aufgepasst. Ja. Obwohl es eindeutig war auch, aber... Ja, den 7. Spieltag, wenn du dann dein Resümee ziehen willst, spielen wir dann wahrscheinlich schon auf FIFA 14, ne? Wenn alles gut läuft. Wenn alles gut läuft, ja, stimmt. Ich bin gerade ein bisschen überlegen, wie ich es hier mache heute. Deswegen bin ich gerade ein bisschen, hat es mir ein bisschen die Sprache verschlagen, weil ich nicht wirklich eindeutig nach vorne komme. Mensch, jetzt geht das so. War ich selber überrascht, dass der den dort kriegt. Das war gut. Ah, zu weit. Ungefährlich.
Wolfsburg, die Wölfe, nicht bissig genug nach vorne. Tja, bezeichnend. Was ist das? Perisic wieder. Ah, der kann nicht so. Doch, das ist gut hier. Oh! Na, kann man nur machen. Mann! Ja, kann man mehr draus machen eigentlich. Diego! Oh! Puh! Wie willst du doch ein bisschen bissiger? Oh, Knoche, Junge! Hinterher, da los! In der Mitte ist zu viel Platz. Naja, gut, okay, haben gut gelöst. Glaube ich, ach. Ja. Jetzt aufpassen. Das ist kein Aufpassen. Oh! Ich wollte schon sagen, der macht ihn drüber. Ich dachte jetzt schon, der haut ihn drüber. Scheiße mitgelaufen. Ich habe auf Abseits spekuliert und dann falsch bestanden. Aber das ist dieses, ne? Diese Rückwärtsbewegung, diese Konter. Man denkt zwar, da sind ja drei Leute, aber es lässt sich sauschwer verteidigen, ne? Ja, stellenweise ist es echt mies. Ja, weil es ist ja normal. Es ist ja normal. Klar. Wenn dann eben die Sechser fehlen oder die Vorstopper oder die Achter, je nachdem, wer mitlaufen muss nach hinten, wer vorne geträumt hat, wenn du in der Vorwärtsbewegung bist, ist immer schlecht, wenn Umschaltspielen, wenn das nicht so richtig funktioniert. Und das ist ja der große Unterschied zwischen den Mannschaften und eben Top-Clubs, ne? Wenn ich mir überlege, so gerade Umschaltspiel bei Dortmund, das ist ja abartig, ja, wie die das machen. Die spielen das auf sehr hohem Niveau. Also das ist, ich sag mal, Dortmund ist die Verkörperung von taktischer Technik. Also so, womit unter die bestgeschulteste Mannschaft und auch, wenn sie wirklich das so durchziehen, die effektivste in der Hinsicht. Also was das jetzt wirklich Taktik angeht. Wenn andere Mannschaften viel über individuelle Klasse kommen, ist es bei Dortmund fast zu 80% einfach Taktik. Oh Junge, was ist denn jetzt? Na los. Ach. Blöde Ballverluste. Und da läuft er. Da läuft er. Schön. Virinha. Oh, es sah so aus, ne, würde er sich reinsetzen. Ich dachte, geht ins lange Eck. Ja, war ja auch geplant. Das war ja auch die Intention da. Oh, gefährlich. Oh, kein Abseits. Doch. Oh, wer ist denn so schnell? Hasebe. Oh, verdammte Kacke. Oh. Machen. Nein. Oh. Oh, super. Boah, was ein Ding. Ach, scheiße. Na, wieso, da hat's mir... Aber er nimmt ihn. Naja, ich hab geträumt. Oh. Hier muss noch was gehen. Das sind üble Pässe jetzt hier, die hier laufen. Nein. Ach, nein, Alter. Ach, scheiße. Wollte ich tricksen. Nein. Super, super, los hinterher. Ich war richtig, den direkt zu nehmen, ey. Ja, Jans hätte keinen Platz mehr gehabt jetzt. Richtig, oder keine Zeiten mehr. Oh. Ach, Virinha. Oh! Was ein Spiel! Hasebe, Junge! Ach! Komm, Wolfsburg! Bedient doch den Volland einmal gut und dann passt das! Mensch! Oh! Diego! Wie er sich da durchschlängelt! Ah, Ego. Aus der Ecke, ne? Nee, nicht mal. Mensch! Super! Super. Oh, was denn jetzt? Oh. Ah, Scheiße! Ach, das war's. Oh, das war's. Mensch, gutes Spiel aber. Ja, Kampf mit uns, schön. Da habe ich noch ein bisschen Wasser gekriegt zum Schluss.
Da ging noch, wäre noch ein bisschen mehr wahrscheinlich gegangen, aber naja. Ja. 1-1. Wolfsburg-Hoffenheim können vielleicht so hinhauen. Könnte man vielleicht, also allgemein unentschieden, würde ich gar nicht mal so abwegig finden. Könnte passieren, ja. Ja, also ist jetzt nicht abwegig. Bis dann, liebe Leute. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Prognose.